Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Hier auf meinem Kanal wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute spielen wir mal wieder den Level 1er Account. Da haben wir ja letztens den schwarzen Ritter gezogen und das ist eine der wichtigsten Karten in diesem Projekt. Denn ja, den braucht man einfach, um hier in Burg 1 überleben zu können und den haben wir endlich gezogen. Jetzt gibt es noch zwei Karten, die wir hier in Burg 1 ziehen können. Und zwar ist das der Soldatenträger und der Ballista. Was richtig nice wäre, wenn wir den Soldatenträger ziehen würden, denn dieser würde uns sehr, sehr coole neue Strategien ja ermöglichen, was jetzt nicht so möglich ist, denn bei Burg 1 spielt ja fast jeder das gleiche Deck mit der gleichen Strategie, also mehr oder weniger ein Rush-Deck, aber mit dem Soldatenträger könnte man den Gegner hier gut austricksen. So, wir öffnen mal die Siegeskiste, vielleicht haben wir da eine der neuen Karten drinnen. Ich glaube eher nicht, oder doch Leute, hier haben wir einen Ballista freigeschaltet. Ob wir den Stack tun oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Oder könnten wir, das wäre so richtig nervig. Ja komm, ich gebe den jetzt ins Deck, denn ich spiele ja den sehr, sehr selten. Wie viel kostet der eigentlich? Der Ballista kostet 4. Gegen was geben wir das ins Deck? Probieren wir es mal. Gegen eine Piratin, obwohl die Piratin ist eigentlich gut. Egal, wir setzen ihn einfach ein, dass wir mal eine neue Karte hier im Deck haben. Ja, das neue Update ist auch draußen, aber es bringt mir für diesen Account genau null, Leute. Das einzige Feature, was ich hier nutzen kann, ist das, ja, der Kampflog, also die Match History, die kann ich anschauen, aber momentan spielt ja jeder das gleiche Deck, also von dem her ist es egal, denn ich kann hier keinen Clan beitreten, deswegen kann ich hier, ja, keine Clan-Matches spielen und das nächste, was ist, ja, die neue Karte der Giant Grove ist ab Burg 7 erst freischaltbar, deswegen auch dieser sehr, sehr unnötig für mich. Ja, somit muss ich hier ohne dem neuen coolen Update leben. Ich meine, ich habe es zwar hier, aber es bringt mir halt nicht viel. So, da oben unterstützen wir easy mit dem Bogenschützen. Gegner hat schon einen, wow, einen Level 4er Zwerg. Ich hatte vorhin schon eine Aufnahme laufen, die ich dann abbrechen musste, weil ja, mein Akku auf meinem Laptop ist mir ausgegangen. Ich habe vergessen, das Ganze anzustecken. Und dann, ja, habe ich das Problem, dass meine Aufnahme zum Lacken anfängt. Und, jo, aber das erste Match habe ich gewonnen. Aufgrund meines schwarzen Ritter, der einfach mega, mega geil ist. So, jetzt haben wir den Ballista. Damit könnten wir gleich mal den Gegner etwas ärgern hier. Auf der untersten Lane, hinter dem Golem. Denn der Golem ist auch richtig stark hier. Auf Level 1, wie ihr seht. Da braucht man schon lange, bis man den wegbekommt. So, wir sind an der Burg des Gegners und machen schon mal super coolen Schaden. Der Mage zerstört die, ja, die Piratin mit Links und weiter geht's. Brauchen wir hier gar keinen schwarzen Ritter? Ach komm, ich möchte schon gerne einen schwarzen Ritter spielen. Bombe hier noch auf die Burg und da ist der schwarze Ritter weg. Komm, das schaffen wir. Yes, hier haben wir das erste Match in dieser Aufnahme gleich mal gewonnen, Leute. Und heute wollen wir natürlich in Burg 2 kommen. Burg 2 ist jetzt zum Greifen nah. Wir brauchen nur noch 40 Pokale. Und vielleicht können wir auch noch eine Siegeskiste öffnen. So, Goldkiste braucht noch etwas zum Öffnen. Shop haben wir ein Sonderangebot. Kaufe ich mir aber nicht. Die 99 Cent brauche ich nicht, denn ja, Karten habe ich schon alle freigeschaltet, bis auf den Soldatenträger. Na gut, na gut, na gut, na gut. Egal, wir starten jetzt einfach in ein neues Match. Ich hoffe einfach, dass die Karten, die ich brauche, so gut wie alle einfach im Shop erhältlich sind. So wie der Schwarze Ritter, den haben wir auch aus dem Shop geholt, was richtig cool war. Da wollte ich in der Folge sagen, ja, wir brauchen unbedingt den Schwarzen Ritter, dann schaue ich in den Shop und er ist einfach da, Leute. Und das ist schon richtig, richtig nice. So, das Gute hier in Burg 1, Level 1, ist, dass man fast immer Karten auf der Starthand hat, die man spielen kann. So, da spielen wir gleich das. Und wenn der Gegner mal Emojis schreibt, schreibe ich doch gerne mal zurück, denn oft ist es ja so, dass die Gegner wirklich stumm sind. So, ich spiele hier mal Bomben, um hier mal den Zwerg zu zerstören. Wow, der Nah, er ist auch mächtig. Nah hätte ich natürlich auch gern. Wie können die alle schon einen Nah haben, obwohl sie in Burg 1 sind? Sind die alle so weit runtergetroppt oder was ist hier los? So, jetzt wäre natürlich hier ein Mage auf der ersten Lane, auf der zweiten Lane super. Der sollte hier alles killen können, auch den Nah. Ja, da ist der Nah weg, endlich. Und auch, ich glaube, dieser Nah wird uns hier nichts anhaben können. So, da ist mal die Piratin weg. Ja, und ich glaube, der Mage schafft auch noch die Piratin. Da hat der Gegner nicht gut überlegt gespielt. Er sollte einfach ein Inferno oder sonst was spielen, denn er macht richtig geilen Schaden, der Mage. So, da mal ein Ballista setzen. Und ihr, okay, jetzt ist, glaube ich, mein Mage-Geschichte. Soll ich hier ein Inferno setzen? Ja, ich setze mal hier ein Inferno, Leute. Und für was? Hey Gegner, das hättest du aber schon wissen müssen, dass du den Dämon jetzt richtig setzen solltest. Und wir haben gleich mal einen
schwarzer Ritter auf dem Feld, Leute. Auf der untersten Lane wird sich jetzt gleich ein schwarzer Ritter hingesellen. So, da ist der schwarze Ritter und ihr seht schon gleich, wie viel Schaden das Teil macht. Und ich möchte jetzt gerne auch auf der mittleren Lane einen schwarzen Ritter setzen. Come on, yep. Da ist der schwarze Ritter draußen, das heißt, wir haben auch hier freie Bahn. Hier setze ich noch einen Golem. Komm, schafft der schwarze Ritter den Ork-Krieger? Yes! Und er überlebt es sogar auch noch. So, hier mal einen Ballista raus, um den Gegner zu nerven. Und auch ein Mage ist hier mal gut am Start. So, weiter geht's, Leute. Wir spielen mal die Skelette und noch ein schwarzer Ritter gezogen. Ich glaube, das war's mit dem Gegner. Gegner, ich glaube, das war's. Der Ballista macht auch guten Schaden hier. So, und auch der Henker kann hier im schwarzen Ritter nichts ausmachen. Die Karte ist einfach so OP in diesem Level-Segment, Leute. Und da haben wir gewonnen und bekommen auch einiges an Pokalien. Denn der Gegner hat ja 16 Pokale mehr wie wir. Ja, 31. So, jetzt noch 29 Pokale sammeln. Das sollte sich ausgehen. Nein. Was? Wir brauchen jetzt nur noch... Okay, 19 Pokale. Das ist egal, was für einen Gegner wir bekommen. Wir müssen einfach nur gewinnen, um in Burg 4 zu landen. Ja, und eine Frage an euch, Leute. In welcher Burg seid denn ihr mit eurem normalen Account? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Wow. So, der hat schon 420 Pokale. Das heißt, der ist schon. Okay, spiel mal die Bombe. Dann spiele ich jetzt meine Skelette, wenn du schon vorher deine Bombe rausballerst, mit denen du die Skelette easy zerstören hättest können. So. Die Piratin sollte hoffentlich ihn hier gut zerstören können. Ja, das sollte sich ausgehen. Die Skelette tanken das Ganze sehr, sehr gut. Und unten gleich mal den Ballista, der mal Schaden um Schaden macht hier. Setze mal den Zwerg davor, dass er nicht so leicht zum Killen ist. Komm, Piratin, schaffst du auch diesen? Na, ich hoffe es doch sehr. Ja, da ist er weg. Oh, RIP Ballista, RIP Ballista. Ja, ich glaube, da haben wir auch gute Chancen bei diesem Gegner. Wir haben jetzt schon zweimal den Schwarzen Ritter auf der Hand. Wir müssen ihn nur noch spielen können. Das ist immer die Frage. Beim Schwarzen Ritter, wenn der Gegner wirklich ein starkes Rush-Deck hat oder viele Ork-Krieger am Anfang schon setzen kann, dann sieht das natürlich schlecht für jemand, für mich aus. So, aber hier alles easy. Wir setzen gleich mal hier zwei Bomben rauf und dann könnten wir noch... Oh, oh, da war ich zu voreilig. Ich unterstütze mal meinen Golem hier auf der obersten Lane und jetzt muss ich bald mal schauen, dass ich hier den Ork-Krieger wegbekomme. So, aber wir können gleich mal den schwarzen Ritter spielen. Die Karte, die mir einfach hier... Ja, ohne... Ich wüsste nicht... Ah, verdammt, das setzen wir dann auch noch falsch. Ich wüsste nicht momentan, was ich ohne den schwarzen Ritter machen soll. Ich glaube, dann würden wir nicht so weit kommen. Ihr seht schon, denn der schwarze Ritter, ohne ihn hätte ich schon jetzt ein paar Mal verloren, so wie das vorige Match und so. Aber hier, egal, schwarzer Ritter, wir haben ihn ja, deswegen egal. So, und da, Leute... Oh, den Krieger habe ich blöd gespielt oben. Da war ich wieder zu voreilig. Jetzt mal wieder einen Ballista, um den Gegner etwas zu nerven. Der macht ja nicht viel Schaden, aber kleinen Schaden. Und das, ja, wenn man den nicht beachtet, kann auch aus diesem kleinen Schaden irgendwann viel Schaden werden. So, Leute, wir bekommen 32 Pokale. Das heißt, wir sind weit über den 400. Das heißt, wir sollten jetzt eine Burg aufsteigen. Ja, Leute, wir sind in der untoten Festung angekommen. Und wir können hier eine Menge an Karten freischalten. Der Skelettkönig wäre ja auch mächtig. Und der Sensenmann auch. Aber dafür würde ich gerne den Soldatenträger noch haben. Und wir können hier gleich noch eine Siegeskiste öffnen. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich in noch ein Match. Wow, Spezialangebot in Burg 2. Das ist richtig nice. Das würde ich mir auf alle Fälle holen, wenn ich ganz normal spielen würde. Also falls ihr im Android-Release seid, dieses Angebot, also wenn der Android-Release da ist, dann würde ich mir das holen. Denn eine mythische Kiste kostet sonst 2100. Das wären um die 15 Euro, 15 bis 20 Euro, damit man sich die holen kann. Und das wäre dann schon richtig nice. So, Leute. Ja, mein... okay. Mein Handy laggt hier etwas, denn das ist ein iPhone 5 und das ist, ja, performance-technisch gegen einen iPhone 7, wo ich sonst meine Let's Plays spiele, nicht zu vergleichen, Leute. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal in die Schlacht, um zu sehen, was in der Siegeskiste ist. Denn vielleicht haben wir schon einen Skelettkönig oder einen Sensenmann. Wow. Diese Arena habe ich schon überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung, aber sie sieht geil aus. Sie sieht richtig mächtig aus. Ja, was findet ihr denn am schönsten? Welche Burg findet ihr am schönsten? Falls ihr noch da seid, schreibt es euch bitte in die Kommentare. Ich finde, ja, die neue, wie heißt die? Die Pirates Bay finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich nice. So, da spielen wir die Bombe. Da sind die Bogenschützen weg, die nerven. Und jetzt gleich mal hier einen Golem setzen und dahinter möchte ich dann gerne einen Ballista setzen, um den Gegner etwas zu nerven. So, Ballista wird gesetzt und das unten können wir jetzt easy mit einem Inferno
hier stoppen. Ich hoffe, das Inferno geht jetzt raus. So, Inferno geht hier raus und da ist alles weg. So, immer schön versetzt setzen. Und was zum Teufel, Leute, ist das für eine Fahne beim Gegner? Was für ein Land ist das? Hä? Hätte ich so noch nicht gesehen. Ja, schwarze Ritter schon wieder zweimal auf der Hand. Ihr seht schon, der Orkkrieger ist auch ziemlich OP eigentlich. Aber kann das der Magier noch retten? Kann der Magier hier noch den Orkkrieger retten? Ja, den Ballister kann er. Wow, und hier auch nochmal. So, aber jetzt ist es vorbei. Na gut, schafft er es noch? Ei, 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 ei. Okay, Leute, so. Wir spielen mal die Piratin. Und dann den schwarzen Ritter. Gegner haut mal seine Pfeile raus. Wieso auch immer. Und jetzt, Gegner, hast, ist es vorbei für dich. Es ist einfach vorbei. Ich spiele zwar hier eine Bombe, die unnötig gewesen wäre, denn es wäre immer mit einem Hit weg gewesen. So, noch eine Piratin hinter dem schwarzen Ritter. Und ja, da kämpft sich der schwarze Ritter vor. Ich kann gleich noch einen spielen. Werde ich auch machen, Leute. Und da haben wir gleich noch einen auf der Hand. Wie schnell der Dämon jetzt eigentlich weg war. So schnell haben wir gar nicht schauen können. So. Und jetzt zwei schwarze Ritter an der Burg. Und da ist der Blue Wolf aus dem Land, den ich nicht kenne, weg. So, plus 30 Pokale wieder. Es geht jetzt mal richtig ab. Wir haben jetzt schon über plus 100 Pokale in diesem Video gemacht. Und wir schauen uns gleich mal rein, was in der Siegeskiste ist. Komm, irgendeine neue Karte. Yes, Leute, wir haben den Blitz freigeschaltet. Sehr, sehr, sehr nice. Mega, mega, mega geil. Den Golem haben wir hier. Und was haben wir noch? Das Inferno, den Blitz. Yes, den können wir jetzt natürlich auch reinnehmen, um Orkkrieger schon vorher zu zerstören. Denn Orkkrieger sind ja auch diese Karte, die momentan sehr, sehr nervt. Sehr, sehr geil, Leute. Sehr, 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 sehr geil. Ich feiere momentan das Level 1er Projekt ziemlich, denn es funktioniert. Es funktioniert momentan. Nur wie lange? Das ist die Frage. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und schaltet wieder ein. Ciao und haut rein, Leute.